Genau. Und dann auch gleich hier. Gut. Und als letztes macht er dann hierzu. Ah ja, das war das Silber. Gut. So, jetzt hier wieder. Speichern vorher. Sicher ist sicher. Ich komme mir fast vor wie in einem uralten Rollenspiel. So. Wobei, das sieht wieder aus wie ein Tor. Pay attention now. So tief wie wir sind, muss das das untere Tor sein. Whatever you're doing, this oder damit is more mit important. Ordentlich hey, Bums, haha. Müsst ihr nicht Hemford regieren oder so? Zum Schießen der Tor müssen wir den Hebel daneben benutzen. Ja, das ist klar. Das ist wirklich das untere Tor. Versiegelt und geschlossen. Hier werden keine Monster mehr durchkommen. Wenn wir das hier offen gelassen hätten, wären vielleicht genügend Grünhäute für einen Angriff auf Hemland zusammengekommen. Oh, macht euch darüber keine Sorgen. Unsere Stadt Hemford ist viel zu mächtig, um von ein paar Grünhäuten erobert zu werden. Warum musste ich mich dann beeilen, hierher zu kommen? Doing. So. Gut, wie kommen wir jetzt zum mittleren Tor? Sag bloß, wir müssen irgendwo hier durchgraben. Dann errichten wir mal hier so eine Zwischenbarriere. So, eine Zwischenetage. Und versuchen mal einfach in die Richtung hier zu... Also machen das hier etwas größer. Am besten auf beiden Seiten. Versuchen da mal hier in die Richtung zu graben. Und damit haben sie gesagt, das unterste Tor wäre am schlimmsten zu erreichen. Es sollte nicht besonders schwer zu finden sein. Und das ist am schwersten zu finden. Ja, das untere Tor, das mittlere Tor ist da wahrscheinlich hier. Weil das da sieht nach einer Mitte aus. Oh. Das war super dumm von mir. Tut mir leid, ich schummel jetzt mal kurz. Zurück zur Welt. Möchtet ihr speichern? Nein. Ja, ich will verlassen, ohne zu speichern. So, eine Puppe zum Üben. Damit haben wir genug Einfluss fürs nächste Level. Und da gehe ich einfach wieder rein. So, da bin ich wieder hier an der Stelle. Gut. Das heißt, wir schließen das Tor. Und graben diesmal nicht direkt unter unserem Wohnzimmer lang. I'm the prince and you will hear me. Ja. A king has. Stop what you're doing and listen to me.
das Tor jetzt wieder schließen. Versiegelung ist geschlossen. Hier werden keine Monster mehr durchkommen. Boy, listen. Ja, Hempfort. Ja, ist super stabil. Gut. Also gut, wir suchen uns einen anderen Weg, um hier in die Mitte zu kommen. Kann ja nicht so schwierig sein. Oder doch? Wir könnten es hier versuchen. Wobei ich gut und gern davon ausgehe, dass hier Steine auf uns warten. Oder auch nicht, wenn man sich das hier so ansieht. Naja gut, das Einzige, was hier auf uns wartet, ist erstmal ein fehlender Boden. Aber nein, hier warten keine Steine auf uns. So. Hier wartet nur Undigium unter uns, auf uns. Steht da eigentlich... Jetzt muss ich das einfach mal überprüfen, ob ich so weit schummeln kann und einfach nur die Fallen platzieren muss. Wenn ich nämlich nur die Fallen platzieren muss. Ich muss nur die Fallen platzieren, okay. Das ist ja jetzt schon ziemlich praktisch. So, da ich Eisen habe, kann ich ja auch hier ein paar von denen hier platzieren. So, dann habe ich nämlich schon mal 5. Fallen. Weil für so viele Fallen kann ich auch keine Generatoren unterstützen eigentlich. So, das hier sieht aus wie der Tunnel. Und der liegt in der Mitte. Super. Oh, da wäre Turmalin. Ich glaube aber, bevor ich weiter runtergrabe, hätte ich... Ja, bevor ich runtergrabe... das hätte ich auch gern gelöscht. So, bevor ich da weiter grabe, hätte ich gerne hier und hier Leitern, dass die da auch noch ausgegraben werden. Ich verkaufe mal Steine, um an das Gold ranzukommen, was ich für die Fallen brauche. Und ich könnte einmal... Oh, Eisen gibt sehr viel. Einmal Eisen verkaufen. So, ich brauche noch 10 Fallen. Fallen waren hier. So, genau, jetzt hat er es genommen.
Die kann er aufbauen, dann brauchen wir nur noch 6 Fallen. Und das ist ganz schön viel Turmalin eigentlich. So. Leiter nach unten wären jetzt auch nicht schlecht. Von hier aus. Oh, und da wäre etwas Titan. Dann kann ich wenigstens schon mal meine Nahkämpfer verbessern. So, aber jetzt einen meiner Forscher verbessern. Ne, nehmen wir dich mal. So, du bist jetzt ein Forscher, kein Gelehrter mehr. Und hier ist wirklich verdammt viel Turmalin. Aber wenn ich nicht aufpasse, buddel ich bald in die Räume hier rein. Ja, klappt doch alles. Ich könnte hier noch 3 Fallen aufstellen, auf jeden Fall. Auch wenn ich sie jetzt nicht betreibe, es passt eigentlich. Oh, hier kann ich nichts hinsetzen. Wahrscheinlich, weil da schon die Tür sitzt. Aber wenigstens 2 Fallen, da sind es nur noch 4 Fallen, die ich brauche. Und hier ist Titan. Also ja, es gibt hier unten noch sehr viele Räume. Aber ob ich die jetzt so interessant finden soll? Ich denke, ich finde sie einfach mal so interessant. Vielleicht finde ich ja doch noch genug. So, 4 Fallen brauche ich noch. So. Ich habe auf jeden Fall jetzt genug, um die beiden abzugraden und zu Schildträgern zu machen. Dann haben wir hier wenigstens schon mal einen kleinen Boost. Und hier eine Leiter nach oben, bitte. Eigentlich nicht gerade so. So. Baut der da gerade wirklich die Fallen durch die Wand durch? Ah, das ist auch cool. So, 750 bräuchte ich dafür. Wie viel kostet eine? Achso, die kosten Titan und Titan habe ich ja jetzt. Jetzt habe ich noch nicht mehr genug Gold, aber das können wir auch ändern. So.